Moin Leute, heute ist endlich mal wieder Training im VfK gewesen. Seit gestern hat der Verein wieder auf, das heißt, ich kann wieder hier trainieren. Muss mich natürlich an die neuen alten Gegebenheiten wieder erneut gewöhnen. Boxhöhe musste ich neu finden für meine Boxbeugen, habe ich eigentlich ganz gut hinbekommen. Ich glaube, sie ist minimal tiefer als im FedEx. Ich muss mich an neue oder beziehungsweise die alten Gegebenheiten zum Warmmachen gewöhnen. Ich konnte zum Beispiel meine Adduktoren nicht so auf denen, wie ich das wollte, beziehungsweise wie ich das in FitX jetzt immer gemacht habe. Ja, da komme ich schon auf ein entscheidendes Thema. Man sollte als Wettkampfsportler sich möglichst nicht auf Dinge verlassen müssen, die man dann im Wettkampf nicht zur Verfügung gestellt bekommt. Zum Beispiel eine Adduktorenmaschine. Da muss ich mir jetzt auf jeden Fall was überlegen, wie ich einen gleichwertigen Ersatz hinbekomme, ohne eben Anspruch auf diese Maschine zu haben. Ja, zu den Boxbeugen heute. Ihr habt den ersten Satz gesehen. Ich weiß nicht, was ich da mit meinen Schultern gemacht habe. Beziehungsweise jetzt weiß ich es, aber in dem Moment war es mir nicht klar. Ich habe halt die Schultern hochgezogen, damit die Hantel, nachdem ich auf der Box saß, wieder in meinen Schwerpunkt zurückkommt, statt mich einfach wieder fortzulehnen, was dieser sinnvollere Weg wäre. Ich versuche zu unterdrücken in den nächsten Sätzen, ist mir meistens gelungen. Manchmal sieht man noch so ein bisschen, dass es da rein muss. Zweitens ist meine Grundhaltung überstreckt, dass, ich werde dran arbeiten, ich kenne das ja schon. Es hat sich nicht so viel bei der Aufwärtsphase daran geändert. Manchmal ist der Brustkorb ein bisschen früher gekommen, als die Hüfte nachkam. Ich werde dran arbeiten, es wird besser werden. Es war halt alles halt ein bisschen anders. Also, ich habe nicht so breit stehen können, wie ich wollte. Ich habe meine Hüfte nicht so aufgerichtet, wie ich wollte, weil ich eben nicht die Möglichkeiten hatte, mich so warm zu machen, wie ich wollte. Wurde von Satz zu Satz alles immer besser. Ich denke, das wird auch von Einheit zu Einheit so weitergehen. So, nach den Boxkniebeugen, das waren übrigens 6er mit 110 Kilo, stand Bankdrücken an, ein 3er mit 110, anschließend 5 3er mit 105 Kilo. Das lief alles in allem echt gut, sprich das Drücken war recht einfach, aber auch hier musste ich mich wieder an die Gegebenheiten gewöhnen, sprich ich drücke auf einer anderen Bank, die ist etwas höher als im FitX, was mir eigentlich zugute kommt, aber natürlich jetzt beim ersten Mal wieder etwas ungewohnt war, sprich gerade bei dem ersten gefilmten Satz mit den 110 Kilo hängt mein Hintern ab und zu mal in der Luft. Hahaha, nein, er hängt die ganze Zeit in der Luft. Das wird dann auch von Satz zu Satz besser, weil ich mich eben genau darauf konzentriert habe. Ja, dann werden die nächsten Einheiten montags, mittwochs, freitags auch hoffentlich immer im VfK stattfinden, denn die Wettkampfhöhe hier, die Bank hier hat Wettkampfhöhe. Das heißt, daran sollte ich mich dann auch gewöhnen. Wer irgendwie eine Lösung hat für mein Problem mit den Adduktoren, dass ich da nicht mehr die Maschine brauche, um mobil genug für Kreuzheben und Kniebeugen im breiten Stand zu sein, der möge mir da bitte mal einen Vorschlag machen. Das wäre super nett. Das war es dann auch von mir. Jetzt kommen noch die restlichen Banksätze. Ein Problem gab es noch am Ende. Aber naja. Ciao. Ah, länger Pause, komm. Was? Presskommando ist leider keine schlechte Idee. Jetzt, wo du das sagst. Habe ich zu gerade angeschoben. Ja, da hänge ich so ein bisschen in der Luft. Fuck, ich musste den schon lernen. 3, 2. Gepresst. Gepresst.
Klasse. Ja, und läuft. Ja. Erster Stand zum Big Mac. Das ist so krass. Okay.